Hallo und herzlich willkommen zu einem Age of Empires 3 Spiel, ein 1 gegen 1 gegen Lucas Amour, Feldwebel Stufe 15. Ich bin Feldwebel Stufe 16, also relativ ausgeglichen auf der Map Paris. Und es gibt mal eine Premiere. Ich möchte zum allerersten Mal in meinem gesamten Leben Irokesen spielen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man die spielt. Also bitte kein Pro-Gaming erwarten. Ich will sie jetzt aber euch mal zeigen. Ich will sie mal ausprobieren. Ich habe da schon mal eine Idee, was man machen könnte. Ich weiß nicht genau, ob das so funktioniert, aber wir schauen einfach mal, würde ich sagen, Leute. Wir schauen einfach mal. Ich bin mal sehr gespannt, was die Irokesen so bereithalten. I'm a whole world. Ah, ich habe leider noch hier die minimierte Oberfläche an. So. Ach, hier kann man irgendwas bauen. Okay. So, wir erkunden dann hier mal fleißig. Ich sehe hier leider sonst keine Herden derzeit. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Schießen die mal runter. Die laufen natürlich jetzt genau weg. Diese faulen Tiere. So, jetzt schießen wir sie wenigstens wieder in die richtige Richtung. Dann bauen wir mal ein Langhaus. Okay, das ist ein bisschen teurer. Alles klar. Ah, hier ist noch eine Herde. Sehr schön. Oh, der ist fast, da haben wir fast ein bisschen zu nah hier geschossen. Wir können mal hier. So. Machen wir noch ein paar Siedler hier. Holen uns vielleicht noch hier oben dann die Herde. Und dann holen wir uns hier gleich drei Siedler. Ja, nee, die andere Herde holen wir uns später, hätte ich gesagt. Den Hund erkunden wir hier mal schön. Und dann bräuchten wir eigentlich mehr Holz für den Handelsposten. Das wäre ganz gut, aber das haben wir gerade leider nicht. So. Die 14 sollten reichen, dass wir agen können dann. Was haben wir hier für einen Schatz? Habe ich eigentlich den Schatz geholt? Ja, oder? Nahrung, okay. Ich stehle hier den Schatz jetzt einfach von Lucas Amour. Ja. Dadurch agen wir es leider ein bisschen später. Und wir werden dann schnell voranschreiten. Hey, wo ist denn der Feind? Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Gehen wir mal da hoch. Nee, ah, hier ist er. Okay. Interessant. So. Was holen wir uns jetzt als nächstes denn? Marktplatz vielleicht. Und dann holen wir uns. Ach so, wir können hier nur einen Pferch bauen. Ach, das ist natürlich ärgerlich.
Dorfzerstörer holen wir uns. Ja, ne, beim Pferd ist eigentlich auch nicht so gut. Langhaus, das kostet nur 125. Ne, dann holen wir uns auch den Pferd, würde ich sagen. So, dann einmal hier hin. Ein paar Siedler ausbilden. Dann wollen wir das Haus hier zerstören. Bauen ein paar Reiter. Und jetzt hat er auch das Kolonialzeitalter erreicht. Okay. Ah, mit dem könnten wir eine Kriegshütte bauen. Okay. Ja gut, das war natürlich dann ein bisschen fehlerhaft von mir. Dass das halt genau der falsche war. Aber ich denke, vier Reiter sind trotzdem nicht schlecht. So, jetzt haben wir das Haus hier von ihm zerstört. Jetzt müssen wir mal schauen, wo baut er seine Kaserne. Das sieht man leider nicht perfekt. Nicht, dass der die jetzt auch sehr zentral baut. So, das schicken wir auch schon mal los. Schicken wir uns das Holz hier mal. Oh, hier sind Außenposten, okay. Ah, nein, nein, nein. Ah, das ist jetzt, er hat sich hier Musketiere schicken lassen. Das ist schlecht jetzt. Bevölkerungslimit. Okay, ja, ich habe es jetzt sehr schlecht hier gespielt. Bisher. Muss ich zugeben. Okay, ja, das sind Musketiere. Das heißt, ich muss jetzt hier echt aufpassen, dass die nicht zerstört werden. Ah, nein, jetzt ist natürlich hier die wichtigste Person verletzt. Das lief leider überhaupt nicht so wie geplant. Und ich habe zu wenig Holz hier. So, jetzt kommt, baut mal bitte. Baut mal schnell das Langhaus dann. So, wie viel kosten denn hier die? Okay, sehr gut, die kosten Holz. Okay, der Turm kann nicht auf mich schießen anscheinend. Schauen wir mal, ob wir ein paar hier erwischen. So, jetzt hier können wir auf jeden Fall ein paar Siedler töten. So, hier können wir ein paar Siedler erledigen. Nein, was macht ihr denn? Okay, jetzt müssen wir uns erst nochmal zurückziehen. So, jetzt ziehen wir uns hier mal bitte gescheit zurück. Langhaus bauen. Okay. Handelsposten holen. Ja gut, hier ist nur sein Kundschafter, das ist kein Problem für uns. Okay, wir schauen hier nochmal. Okay, wir bauen hier nochmal eine Armee. Ja, das Problem ist jetzt, unser Kundschafter ist hier verwundet, dann geht unsere Taktik nicht ganz auf, die ich eigentlich machen wollte. Apropos, wir könnten hier mal... So. Okay.
Ja, so gut sind die auch nicht, die Tomahawk-Werfer, muss ich sagen. Ah, und dann sind hier Musketiere, die haben wir leider nicht übersehen. Ja, ihr seht schon, mein Mikron ist nicht so gut, wie es sein sollte. Aber ich versuche noch mein Bestes hier irgendwie zu machen. So. Bauen hier nochmal eine schöne Armee auf. Jetzt schicken wir uns nochmal die 5 Siedler. Wir haben jetzt nämlich kaum noch irgendwelche Ressourcen. Wahrscheinlich müsste man hier auch viel schneller noch eine Feuerstelle bauen. Das habe ich wahrscheinlich zu spät gemacht. Ja, und hier der Weg, die Gesundheit hier wird einfach nicht so schnell besser. Also normal, wenn man die Irokesen gut beherrscht, kann man hier eine schöne schnelle Rush-Taktik machen. Das habe jetzt ich nicht gut hinbekommen. So. Genau. Das kostet hier Gold. Ein bisschen Gold sollten wir vielleicht schon machen. Ja, uns fehlt leider Holz. Wir müssen eigentlich jetzt angreifen. Komm. Oh, und er hat Lambo geschossen. Das ist sehr stark. Mächtige Flächensalbe. Ja. Wir bekommen die Armee hier gut down. Zieh dich zurück. Dürfen wir uns nicht töten hier. Du bleibst zurück, bitte. Und jetzt reißen wir hier bitte die Kaserne ein. Komm, lauf. Reiß hier mal schnell die Kaserne ein. Ich schicke nochmal die hier nach. Ich weiß, man soll bei Briten nicht die Häuser einreißen, aber ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht mal so schlecht. So, hier nehmen wir ihm die Nahrungsquelle weg. Wir brauchen wieder ein Haus. Ja, unser Typ wurde hier leider erledigt. Aber das Haus ist schon ziemlich down gegangen hier. Komm. Das Dorfzentrum muss vernichtet werden. Ja, er schreibt schon Chichi. Okay, auch wenn wir es leider überhaupt nicht perfekt gemacht haben. Puh, ich meine, es war das allererste Mal, dass ich jetzt hier mit den Irokesen gespielt habe. Ich finde, dafür war es ganz in Ordnung. Diesen Anfangswagen, oder was auch immer das war, das sollte ich vielleicht nicht zu einem Stall machen. Vielleicht lieber zu einem Marktplatz oder so. Oder einfach schon zu einem Langhaus. Ich glaube, ein Langhaus bringt mehr, weil es kostet ja 125. Der Stall hat jetzt nicht so viel gebracht, weil ich einfach nicht so gut mit Kavallerie umgehen kann. Gut, die Kaserne, das merken wir uns. Die kommen dann im zweiten. Da können wir eine Kaserne draus machen. Alles klar, das ist wichtig. Genau. Und ansonsten, ja, müssen wir einfach aufpassen, dass unser Kundschafter nicht so schnell sein Leben verliert. Da hätten wir vielleicht hier noch das nehmen müssen. Großhäuptling. Aber gut, fürs nächste Mal wissen wir das. Wir haben jetzt auf jeden Fall gewonnen. War ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich hier bei Lucas Amour. Wir waren ja auch ähnlich vom Rang. Deswegen GG, schönes Spiel und ich bedanke mich auch bei euch beim Zusehen. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht. Höchstwahrscheinlich schreibt ihr jetzt nochmal richtig gute Taktiken in die Kommentare, aber da freue ich mich natürlich drüber. Mir ist natürlich klar, dass das jetzt nicht perfekt war.
Aber ich glaube, mit den Irokesen kann man ziemlich gut rushen. Ich bin mal auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Gaius Julius Caesar.